Willkommen zu unserem Monatsrückblick. Im Juli haben wir unter anderem mit einer internationalen Kampagne die Schattenseite der Olympischen Spiele beleuchtet. Und es gibt Neuigkeiten zu unserer Undercover-Recherche. Ein verdeckter Ermittler von Animal Equality hat über 4 Monate in einem von Deutschlands größten Schweinezuchtbetrieben gearbeitet und dabei ein System des Leidens aufgedeckt. Über unsere Aufdeckung haben zahlreiche Medien berichtet, wie zum Beispiel der MDR. Dort heißt es, dass der zuständige Landkreis bei seiner letzten Kontrolle des Betriebs im Jahr 2020 bereits Mängel bei der Haltung, Behandlung und Versorgung von kranken oder verletzten Tieren festgestellt habe. Aufgrund der Corona-Pandemie habe es jedoch keine weiteren Überprüfungen gegeben. Es gäbe zu wenig Personal, um die Zuchtbetriebe ständig zu kontrollieren. Man bereitet zwar eine Überprüfung des Betriebes vor, doch es wurde noch kein konkreter Termin festgelegt, habe eine Sprecherin dem Sender mitgeteilt. Epidemiologische Vorsichtsmaßnahmen verhinderten derzeit die konkrete Planung, heißt es. Das zuständige Landwirtschaftsministerium verweise laut MDR auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Diese seien für die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften zum Tierschutz und Haltung landwirtschaftlich genutzter Tiere zuständig. Zunächst seien jedoch die Unternehmen selbst dafür verantwortlich, dass der Umgang mit den Tieren und die Haltungsbedingungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat der Bauernzeitung nach deren Angaben mitgeteilt, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Aufgrund der umfangreichen Anzeige könne das Verfahren jedoch voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden. Hand of Blood und Alexander Brinz gehören zu den bekanntesten Streamern Deutschlands. Nun haben sie auf ihren Twitch-Kanälen gemeinsam mit ihrer Community das Video unserer Undercover-Recherche angeschaut. Dass Tierleid im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen kennt, zeigt unsere Undercover-Recherche aus Großbritannien. In insgesamt 6 Einsätzen hat unser Team aus UK die Zustände in einem Schweinezuchtbetrieb dokumentiert, der mit einem Tierwohl-Label zertifiziert ist und Tesco, Großbritanniens größte Handelskette, beliefert. Das Filmmaterial zeigt unter anderem verletzte Tiere, eingesperrte Mutterschweine und Ferkel, die gegen Betonwände geworfen und getötet wurden. Animal Equality hat bereits 2017 in diesem Betrieb recherchiert und die Zustände gemeldet. Doch seitdem hat sich dort nichts verändert. Mitte Juli kamen EntwicklerInnen und technische EntscheidungsträgerInnen von Unternehmen aus der ganzen Welt beim We Are Developers World Congress in Berlin zusammen. Ein Partner der Veranstaltung war Aldi Süd. Das Unternehmen lässt zu, dass Schweine und Hühner in den Zulieferbetrieben von Aldi Süds US-Filialen die meiste Zeit ihres Lebens in Käfigen gehalten werden. Das entspricht absolut nicht der Haltung, die das Unternehmen in Bezug auf Tierwohlstandards in Deutschland einnimmt. Wir kritisierten die Doppelmoral des deutschen Discounter-Riesen öffentlich auf dem Messegelände anhand von Videos auf mobilen Bildschirmen, die Schweine und Hühner in engen Käfigen zeigten, und leiteten per QR-Code auf unsere Kampagnenseite weiter. Zudem haben wir Flyer verteilt und mit PassantInnen und MesseteilnehmerInnen über die Zustände in den Zulieferbetrieben von Aldi Süds US-Filialen gesprochen. Ursula von der Leyen bleibt für weitere 5 Jahre Präsidentin der EU-Kommission. Jetzt hat sie erste Pläne und die Ernennung neuer Kommissionsmitglieder veröffentlicht. Doch ein EU-Kommissionsmitglied für Tierschutz wurde von ihr bisher nicht erwähnt. Und das, obwohl sich 70% der EuropäerInnen ein Kommissionsmitglied für Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz wünschen. In Zusammenarbeit mit vielen anderen europäischen Organisationen haben wir bereits im Oktober vergangenen Jahres insgesamt über 300.000 gesammelte Unterschriften an die Europäische Kommission und das EU-Parlament übergeben. Nun haben wir mit unseren Animal Defendern Ursula von der Leyen erneut mit einer Aktion auf Social Media daran erinnert, dass ein EU-Kommissionsmitglied für Tierschutz dringend erforderlich ist. Danke an alle UnterstützerInnen. Setze auch du dich bei Online-Aktionen und Protesten vor Ort aktiv für die Tiere ein. Werde auch du Animal Defender. Wir wurden unter der Rubrik Frag die Expertin für das Vegan World Magazin interviewt. Darin stellen wir unseren Einsatz für die Tiere vor, erzählen von den Herausforderungen bei der Bildungsarbeit, teilen unsere Vision und zeigen auf, wie jede und jeder ein Teil von Animal Equality werden kann. Nachdem wir erfahren haben, dass Stopfleber an die zahlungskräftigsten Gäste der Olympischen Spiele serviert werden soll, haben wir eine internationale Kampagne mit zahlreichen Aktionen gestartet.
Animal Equality schrieb 2 offene Briefe an die Olympia-OrganisatorInnen. Unsere Animal Defender und UnterstützerInnen schickten ihnen zudem mehr als 15.000 E-Mails und appellierten in den sozialen Medien auch an die Köchinnen der Olympischen Spiele auf Stopfleber zu verzichten. Große Medien wie The Independent, Forbes und Le Monde berichteten über das Thema. Schließlich wandten wir uns vor Ort in Paris direkt an das Komitee, um eure Petitionsunterschriften zu übergeben und unseren Protest zu verstärken. Mehr als 70.000 Menschen haben unsere Petition unterzeichnet, in der wir die Verantwortlichen auffordern, durch Zwangsmast hergestellte Stopfleber von den Olympischen Spielen zu entfernen. Doch die Olympischen Spiele sind gestartet und das Olympische Komitee hat sich dazu entschieden, an Stopfleber festzuhalten. Mit unserer internationalen Kampagne haben wir das Leid von Enten und Gänsen in der Stopfleberindustrie sichtbar gemacht. Wir haben tausende Menschen erreicht und den Verantwortlichen gezeigt, dass Tierquälerei nicht ungesehen davonkommt. Wir werden weiterkämpfen, bis Stopfleber von allen Speisekarten dieser Welt verschwunden ist, und fordern eine EU-weite Abschaffung der Zwangsfütterung bei der Stopfleberproduktion. Unsere Monatsspendenaktion geht weiter. Das bedeutet, wenn du jetzt Fördermitglied wirst, bekommen wir zusätzlich 50 Euro extra für die Tiere. Und das Beste? Du musst dafür nichts weiter tun. Ermöglicht wird diese Aktion von einem langjährigen Unterstützer von Animal Equality, der uns pro neuer Fördermitgliedschaft ab 20 Euro Monatsbeitrag einmalig weitere 50 Euro spendet. Als Fördermitglied bist du ein essentieller Teil von Animal Equality. Gemeinsam überzeugen wir Unternehmen von tierfreundlicheren Alternativen, machen uns für gesetzliche Veränderungen für die Tiere stark, decken Missstände in der Tierindustrie auf und ziehen die Verantwortlichen zur Rechenschaft. Lass uns gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der alle Tiere vor Ausbeutung geschützt sind. Eine pflanzliche Ernährung ist ein wichtiger Schritt, um Tierleid zu vermeiden. Egal, ob du gerade erst anfängst, dich mit deiner Ernährung zu beschäftigen oder dich schon pflanzlich ernährst. Auf Love Veg findest du viele Tipps, leckere Rezepte und Inspiration. Alle Links findest du unten in den Shownotes. Abonniere unseren YouTube-Kanal, um keine Updates und Einblicke in unsere Arbeit zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.